Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Wie ihr anscheinend festgestellt haben könntet, nun haben wir nicht nur unser Katana hier im Hauptbildschirm, sondern auch die dazu entsprechende Maske des Sakai-Clans hängen. Es hat sich einiges getan, aber das ist nur ein kleiner Schritt auf unserer großen Reise, die Invasoren zurückzuschlagen. Wir haben die Rüstung unseres Vaters an uns genommen und wir haben mit Yuriko zusammen die Möglichkeit des Vergiftens für uns entdeckt. Mit den unterschiedlichsten Blüten bzw. Samen einer Pflanze können wir nun Pfeile herstellen, die Mongolen Strohhüte oder Banditen, je nachdem wer kommt, elegant und vor allem lautlos auszuschalten. Und heute werden wir wahrscheinlich noch eine andere Möglichkeit des Vergiftens lernen. Dementsprechend, nicht lang geschnackt, rein geht's. Welche Farbe war's? Rot? Blätter? Nein, Blütenblätter. Ah, eine Blume. Nein, die nicht. Oh Mutter, ich wünschte, du wärst hier. Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke, Yoriko. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Ich habe sie auf eurem Familienfriedhof gepflanzt. Ich musste die Gräber abwaschen. Vater hat mich Eimer voll Wasser vom See anschleppen lassen. Er wusste, es würde euch stark machen und euch Respekt vor euren Vorfahren lehren. Erinnert ihr euch nicht an die Blumen, Jin? Spinnenlilien. So ist es. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Aus genug Spinnenlilien lässt sich ein Duft Frauen von dem Ratten durchdrehen und einander zerfleischen. Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Mach es stark genug für die Menschen. Ach, wenn ihr es für nötig haltet. Ich weiß genau, wo wir alles Nötige finden. Hier lang. Dieser Teil des Waldes. Hier bin ich als Kind gewesen. Nach dem Tod eurer Mutter. Ich wollte ihren Tod nicht wahrhaben. Also rannte ich weg und kam hierher. Eure Mutter ging hier gern lange spazieren. Ich suchte bis zum Abend. Ich rief immer wieder nach ihr. Doch sie war fort. Ich verirrte mich. Ihr wart 3 Tage lang verschwunden, dem Tode nah, als euch euer Vater endlich fand. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Wütend auf sich selbst, da er euch nicht beschützt hatte. Ich habe euren Vater vor zahllosen Schlachten gesehen, doch nie war er besorgter als in den schlaflosen Nächten, in denen er nach seinem einzigen Sohn suchte. Nicht mehr weit bis zum Friedhof. Was euer Vater wohl von dem Geist halten würde? Er wäre enttäuscht. Wie mein Onkel. Seid nicht so sicher. Sie stritten oft. Kazumasa fand euren Onkel zu unflexibel. Er verschloss sich vor Alternativen. Kazumasa hatte Fantasie. Fantasie? Mein Vater? Ihr ähnelt ihm mehr, als euch bewusst ist. Das klingt doch sehr sch... Oh. Vorsicht! Die Toten. Bleib hier! Kommt her und kämpft! Oh, das darf ich jetzt nicht verkacken. Oh, oh, oh. Concentration an. Oh,
bin denn so eilig? Shit. Ach, da hinten steht ja noch wer. Seid ihr denn? Ach, da ist... Ja, okay, gut, dann müssen wir das Katana doch nochmal ziehen. Wait a second. Ja, dich nehme ich mit, Kollege. Ich habe gedacht, das wären alle gewesen. Nein. Das war knapp. Lass stecken, Junge. Jo! Ach komm. Ja gut, hätte ich nicht lang laufen dürfen. Ist mein Fehler gewesen, gebe ich zu. Ja, gebe ich zu. Schickt euren besten Krieger! Okay, zweite Chance. Ich bin einfach zu schlecht geworden. Ja, ich bin einfach zu schlecht geworden. Ey. Kommt her und kämpft. Wenn ich es jetzt verkacke, dann lasse ich es mit mir herausfordern. Versprochen. Gut, ich lasse es. Wie vielen haben wir es denn jetzt noch zu tun? Ja, komm mal runter hier. Danke. Wollt mich doch verflaxen, oder? Wie kann es denn sein, dass ich jetzt bei dieser Gruppe an Mongolen verkacke? Fragte ich mich lauthals und erinnerte mich an die... an die einstigen Banditen. Ja, schön reingejumpt. Wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten. Junge. Komm doch mal ran hier.
Na, vielleicht ist die Anzahl an Gegnern doch größer, als ich dachte. Au! Ey, Leute. Was passiert hier gerade? Und jetzt will wieder keiner als nächstes kommen, ne? Ja, jetzt darf ich es mir wieder erlauben, den Mund voll zu nehmen, aber noch bin ich ja nicht fertig. Junge! Schön, dass er genau den Falschen nimmt. Nein! Es reicht mir jetzt! Irgendwer ist hier noch. Da steht noch ein Bogenschütze. Okay. Also ich muss hinzufügen und zugeben, das sind zwar immer noch zwei unterschiedliche Sachen. Dammit, es waren deutlich mehr, als ich dachte. Deutlich mehr. Aber wir haben es ja jetzt. First Try kann ich ja leider nicht mehr sagen, aber wir haben es im Kasten. Und dass eher der Part vorbei ist. Habt ihr sie vertrieben? Ich habe was anderes mit ihnen gemacht. Ja, wir können ungestört Spinnenlilien suchen. Warum sollten wir hier suchen? Hast du sie hier nicht einst gepflanzt? Oh, nein, nicht hier. Es ist schon lange her. Sie sind auf einem anderen Friedhof, beim Familienzweig eurer Großtante. Es ist nicht weit. Ja, okay. Man kann sich ja mal irren. Aber Yuriko, bevor wir weiterreisen... Yuriko, weißt du noch, ich war 5 oder 6. Ich hatte einen Albtraum von diesem Wald. Ein Kampf. Das war kein Albtraum. Das habe ich nur gesagt, um euch zu beruhigen. Das war real? Da haben Männer geschrien. Unser Gefolge kehrte spät abends nach Hause zurück. Wir wurden von Ronin überfallen. Die Ronin waren wohl gefährlich. Die Samurai meines Vaters hatten Angst. Nicht vor den Ronin. Vor Kazumasa. Vor meinem Vater? Warum? Er und seine Samurai. Hier drüben, junger Meister. Ja, ich bin gleich da. Ich will hier... Genau deswegen wollte ich hier kurz gucken. So, bin schon fertig. Ich komme. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Tut mir leid.
Er und seine Samurai vertrieben die Ronin. Aber Kasumasa verfolgte sie zu Fuß. Man hörte ihre Schreie. Kurz vor Sonnenaufgang kehrte er zu uns zurück. Von oben bis unten voller Blut. Einige seiner Männer hielten ihn für einen Dämonen des Waldes. Und der hat damals auch keine halben Sachen gemacht, der Vater. Wo sind wir jetzt eigentlich auf der Karte? Na, da sind wir leider schon vorbeigegangen, aber gut. Das Haiku werden wir uns bei Zeiten noch holen. Jetzt wären wir auch gar nicht so weit weg gewesen von der Mission. Tatsächlich. Aber okay, eins nach dem anderen. Erinnert ihr euch an diesen See? Wir haben hier oft meditiert. Wie ihr gezappelt habt. Ich sollte so tun, als wäre ich ein Stein. Dabei wollte ich nur schwimmen. Vom Ufer aus ist die Aussicht viel schöner. Kommt her, junger Meister. Meine Knochen brauchen eine Pause. Dieses Mal müsst ihr mich vom Zappeln abhalten. Einige meiner schönsten Erinnerungen haben ihren Ursprung an diesem See. An ein herumzappelndes Kind? Eure Mutter und ich kamen hierher, als sie mit euch schwanger war. Wir sollten wieder weiter. Auch als erwachsener Mann schafft ihr es kaum, still zu sitzen. Wir können bald meditieren. Nach dem Krieg. Ja, junger Meister. Grundsätzlich finde ich es schade, dass Jin nicht die Gelegenheiten mal wahrnimmt, um auch über seine Familie zu reden. Abseits von seinem Onkel. Der Friedhof ist nicht weit. Ohne volle Wassereimer erscheint er viel näher. Und vor allem auch, wenn man kein Kind mehr ist. Oder Jugendlicher, je nachdem. Heiterer Wald. Ah, das Glühwürmchen ist auch wieder da. Sie mögen Stein zerstören, doch das Andenken an diese Krieger löschen sie nicht aus. Bitte sammelt die Spinnen, William. Ich kann nicht hinsehen. Okay, das werden wir tun. Was genau können wir denn hier noch einsammeln? Ah, eine weitere zirpende Grille. Jawohl. Sind es tatsächlich die Spinnenlilien, die wir auch schon in Toyotama angetroffen haben? Matsu würde bei diesem Anblick Tränen vergießen. Die meisten dieser Krieger fielen in der Yarikawa-Rebellion. Sie haben Besseres verdient. Sorry, ich wollte ihm jetzt hier nicht reinreden. Es müssen die Blumen sein, die wir schon einst gesehen hatten. Auf dem Weg nach Umugi. Das sind alle, die ich finden konnte. Sie reichen aus für das Gift. Doch unser Ausflug soll noch nicht enden.
Der Shimura-Friedhof ist nicht weit. Mit Aussicht auf den Wasserfall reiten wir, mein Herr. Gerne. Dazu sagen wir nicht nein. Ich genieße unsere gemeinsamen Ausritte. Sagtest du Kazumasa? Wirklich? Ihr reitet mit der Anmut eures Vaters. Bist du oft mit meinem Vater ausgeritten? Fürst Sakai hat mich das Reiten gelehrt. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, das Haiku, was wir einst in Omi gefunden hatten, stammt von Yuriko. An Jins Vater Kazumasa. Also korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte, aber ich habe so das Gefühl. Vorsicht, Mongolen voraus. Wartet, ich mische euch das neue Gift. Okay, dann können wir es gleich mal testen. Sehr gerne. Es ist schrecklich. Ruft Wahnsinn hervor. Sie werden wie Bestien aufeinander losgehen. Gut, dann los. Schnell. Das Gift ist fertig. Nehmt es. Halluzinationspfeil. Für das Blasrohr. Gegner werden in rasende Wut versetzt, sodass sie wohl sowohl Freund als auch Feind angreifen. Ich bleibe hier. Jo, mach das. Überlass den Rest uns. Töte 3 Gegner mit einem Kettenattentat. Gerne. Ist es das, was ich... Oha, Alter, wie lange sind wir denn jetzt schon unterwegs? Der Shimura-Friedhof, okay. Sind ja doch schon ein gutes Stück vom Omi, also vom Dorf Omi entfernt. Herausfordern will ich sie jetzt nicht. Und schon haben wir die Möglichkeit, neue Pfeile herzustellen. Wo ist denn jetzt der Adler hin? Runter mit dir. Das hat den Adler erstmal freigelassen. Das gibt's doch nicht. Egal, den lasse ich jetzt erstmal sitzen. Und das ist natürlich auch sehr gut. Mist! Moin. Auch wenn ich gegen die Adler im Prinzip nichts habe. Aber sie nerven. Lass stecken, Junge. Ja,
Das war die falsche Kampfhaltung, Jin. Na, noch ein Schildträger, gerne. Wir haben zwar nicht das Bonusziel abgeschlossen, aber wir hatten Kettenattentat von 2. Und wir haben die Typen besiegt. Und ich denke mal, das ist am wichtigsten. Aber hier gibt es noch garantiert noch irgendwas zu holen. Munition ist schon mal ganz wichtig. Aber jetzt habe ich die... Na schade, jetzt habe ich die Pfeile nicht benutzt. Mist. Gut, das wird sich noch aneignen. Das wird noch früh genug in die Praxisphase übergehen. Ja, so wie ich mir dachte, hier ist nämlich irgendwas. Eine Aufzeichnung oder ein Artefakt der Mongolen? Was darf es denn diesmal sein? Gut, hier drin ist nichts. Alles klar, das ist notiert. Hier ist was. Aber was genau? Ein Zam. Der Zam-Tanz oder Maskentanz ist eine tibetianische buddhistische Zeremonie, die zum Jahresbeginn abgehalten wird und böse Geister vertreiben soll. Das Mongolenreich hat Tibet in den 1240ern und 1230er Jahren langsam unter seine Kontrolle gebracht. Wenn man das so sagen kann, 1250 oder 1240er Jahren. Die Maske kann man auch so ganz gut erkennen. Ja. Auch die ist schon einigermaßen rumgekommen in der Welt. Hier ist auch nochmal Munition. Ja, nehmen wir alles mit. Grundsätzlich einiges an Munition können wir hier gerade auffüllen, wie ich sehe. Da geht der Timer auch schon wieder. Ja, dann müssen wir unsere Reise mit Yuriko erst beim nächsten Mal weiter fortführen, weil wir es jetzt nicht mehr schaffen. Aber dafür haben wir auch wieder hier einiges gesehen. Und vor allem auch einiges geschafft. Das möchte ich nicht unter den Tisch kehren. Wir sind ja von der Stadt Omi, vom Dorf, da sind wir jetzt auch schon ein gutes Stück weitergekommen. Nun denn, ihr kennt's. Auch wenn der Part schon wieder zu Ende ist. Es ist nicht der letzte. Und in der Hinsicht, ihr habt euch wohl und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Ghost of Tsushima.